So, moin Leute, wir hatten beim letzten Mal die Quests gemacht und das alles, ne? Wir geben die Sachen jetzt ab und dann questen wir weiter. Viel Spaß. So, das heißt, hier mit dem Typen einmal quatschen. Ausgezeichnet. Euch gebührt die Ehre, den Schädel aufzuhängen. Lasst Freund und Yay. Feind wissen, dass ihr die Bestie besiegt habt. Jetzt muss ich genau interagieren. So. Habe ich denn jetzt hier Unser noch? Zweck bleibt klar, aber unsere Moral sinkt. Freitag, der Champion des Häuptlings, wurde vor kurzem getötet. Jetzt haben die Khazra'l seine Waffe, den legendären Grizzly Malma. Es fällt schwer, dies von einer Außenseiterin zu erbitten. Bitte holt den Hammer von diesen schändlichen Bestien. So, ach so, Quatsch hier unten. Voll dran vorbeigerannt. Willkommen. Das darf sein. Diese Stücke haben noch etwas Leben in sich. Danke, dass So. Und jetzt hoch zur Hauptquest, oder was? Korrekt. Korrekt. Ich finde es das schade, dass man in den Dörfern keine Truhe hat, wo man seine Edelsteine und so reinlegen kann. Was für Edelsteine? Ja, diese ganzen Edelsteine, die du halt findest, die kannst du hinter in die Gegenstände, die Sockel haben, reinmachen. Du knallst auch einfach so hier durch, wa? Hm? Du knallst auch einfach so hier durch. Ja. Hab erstmal unterwegs noch die ganzen Sachen aufgemacht, die du hast liegen lassen. Ja. Ah, halt so ein bisschen Gold, ne? Ein paar Lumpen. Lumpen und Gold. Lumpen und Gold. Wer braucht denn? Wer braucht das? Nennt euer Begehr. Mutter Oberin Prava erwartet mich. Öffnet die Tore! Ihr wart gute Soldaten. Was ist jetzt? Ihr habt hart gearbeitet und gekämpft. Sind die mal angeklickt? Ja. Und getrunken. In der Mitte den dort. Wollt ihr nicht anklicken? Also nicht mehr. Achso, ja. Schwestern, auch Cutscene oder was? Ich hoffe, ihr findet in diesen Flammen. Was, bist du auch in der Cutscene? Nee. Okay. Ich kann das nicht mal anklicken. Ich kann das nicht anklicken. Was tut ihr denn hier? Aber warte ihr mal, habt irgendwas. Also überlebt. Ich habe Prava gestanden, dass mich diese Frau bestochen hat. Puh, es sieht schlecht aus. Es steht alles auf dem Spiel. Wenn sie mit mir fertig ist, bin ich vielleicht meine Arbeit los. Stützpunkt muss erst hey, erobert werden. Ihr seid doch ihretwegen hier, oder? Gehen wir zusammen. Vielleicht schont sie mich, wenn ihr dabei seid. Ich bin. Meine Quest ist nicht aktiviert. Okay. Wie aktiviere ich die denn? Also hast du hier keinen goldenen Punkt vor mir gehabt, oder was? Oder hast du nee. Das schon gemacht? Nee, ne? Nee, ich werde schon. Ich gehe mal schon zum Mama hin. Achso, da kannst du schon. Nee, achso, ja, nee, ich kann auch rüberlaufen jetzt. Nicht viele könnten eure Sünden ertragen. Der macht aber nicht auf. Halt! Sie erwartet uns. Weil ich den Dude dabei habe, oder was? Warte, zum Handeln? Nein. Viel Glück.
Lass den neuen Wachkommandanten die Streitkräfte ersetzen, die wir bei der Mine verloren haben. Ihr seid also zurückgekehrt. Vigo hier meint, ihr wäret tapferer gewesen als er. Zuerst müsst ihr das segenswürdig gemacht werden. Ein heiliger Krieg kann nicht mit Ungläubigen gewonnen werden. Lasst euch nicht täuschen. Dieser Krieg ist heilig. Lilith hat den ewigen Konflikt nach Sanctuario gebracht. Inarius wird uns befreien. So steht es geschrieben. Bis dahin müssen wir unsere Rollen spielen. Pilgert zum Alabasterkloster. Läutert euren Geist. Dann können wir über einen Segen sprechen. Tja. Wir sollen jetzt mal Drecksarbeit machen. Ja, genau. Nur alles wegen so einem religiösen Schnickschnack. Genau. Oh, wo ist denn das hier auf der Karte da? Ist ja nicht so weit. Nö, nö. Ich hab grad so einen Dash gemacht. Oh, was ist denn das? Was ist denn das andere auf der Karte hier? Hä? Nee, so ein Quatsch. Ach, da ist wieder so ein Weltevent. Oh, ich glaube, wir hätten auch da oben lang gemusst. Ich glaube, hier sind wir in der Beta auch schon falsch rumgelaufen. Aber das ist jetzt, Westlich von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Es heißt, es nehme einem die Sünde ab, belastet einen, Körper und Seele, beutelt einen so richtig. Es läutert einen, als Vorbereitung, dem Vater gegenüberzutreten. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, mein Freund. Für manche sind solche Dinge tödlicher als für andere. Passt auf euch auf, ja? Ich werde euch am Ende finden. Tja, ob er uns wirklich findet. Ich bin. Müssen wir nicht woanders hin? Ja, aber das können wir irgendwie mitmachen, ne? Einfach einmal alles explodieren lassen. Sind hier oben noch welche? Nee. Ja, wie sollen wir alle töten? Ja. Ich frage jetzt nur, wo der Rest sich hier versteckt. Hier so. Hier oben sind Gegner. Das müsste ja noch ordentlich was sein. Ja. Rechts. Weiß hier, wo, ich flankiere von der anderen Seite. Genau. Überraschungsmoment. Wird besiegt. Alter, die Vampirfledermäuse halten ja mal so viel aus. Okay, ach, da unten gibt's eine Truhe. Okay, ich glaube, das war ordentlich. Mal eben gucken. Ja.
Oh, eine zweifach gesockelte Rüstungshose hier. Ein seltener Beinschutz. Rang für Leichenexplosion, perfekt. Richtig gut. Ja, das waren, glaube ich, wirklich ganz geile Sachen dabei. Machen wir mal wohl ein. Also ich habe hier auch noch einen Punkt. Den hier habe ich jetzt auch frei. Was haben wir hier noch? Stehlung. Okay, was ist das? Ich habe keine Knochenfertigkeiten. Ich glaube, ich gehe noch auf Leichenranken. So. Okay. Jetzt müssen wir wohin? Dahin. Ja, ich hab, man bekommt wirklich Fähigkeiten geschenkt, irgendwie, ne? Ja, du kannst über die Rüstung, kannst du die noch höher pushen, ja. Aber ich glaube, du kannst nur bis Level, also ich glaube, 50 kriegst du, glaube ich, nur Fähigkeiten. Danach bist du in diesem komischen Paragon-Board. Wo du dann wieder andere Sachen levelst. Und kriegst halt durch Quests und keine Ahnung, du kriegst natürlich noch ein paar Punkte oben drauf, ne? Aber irgendwie, ich glaube, so bei 50, 60 Fähigkeitspunkten ist sowieso irgendwann Schluss. Hier hoch. So, jetzt kann ich nämlich mit den Leichenranken die Gegner ranziehen und dann die Leichen explodieren lassen. Cool. Okay, bei mir ist es dunkel. Bei dir ist es dunkel? Warte, wir müssen hier rechts runter. Was ist denn hier für eine krasse Aura? Aber dieser Knochengeist schallert aber auch rein, ne? Ist jetzt bei mir nicht dunkel? Du musst den einsammeln hier. An den Leidenden, hier musst du das nehmen, was hier an dem Dings da ge... Hast du? Ja. Achso, ich muss das nur nochmal... Die Qual des Fleisches ist die erste Läuterung der Seele. Lasst eure Seele stärker werden als... Wir müssen irgendwie uns nach unten orientieren.
Okidoki. Und noch einmal, glaube ich, dann hatten wir es fertig, ne? Von wo kommen die eigentlich runtergefallen? Man weiß es nicht. Einfach so aus dem Himmel. Na, no, das sind halt krasse Viecher. Aber eigentlich ja unlogisch, weil es sind ja Höllenwesen, die müssen eigentlich aus dem Boden kommen. Achso, da müssen wir auch rein. Geht ja, wo geht denn das hier runter? Dann platziere ich das Ding mal da, dann habe ich wenigstens wieder ein bisschen mehr Sicht. Wolltest du ihn nochmal mitnehmen? Soll ich ihn mitnehmen? Fühlt, wie er die Leere in euch ausfüllt. Erinnert euch, dass ihr ohne Glauben nicht, dass ihr es ist doch gar nicht mehr dunkel. Na, ja, jetzt ist nicht mehr dunkel, okay. Und erinnert euch. Gerade der Weg war nochmal dunkel. Ja. Vielleicht der letzte nicht. Ach, wegfetzen. Ich finde, das hört sich immer so geil an mit diesem Fisch. Ja. Oh, warte, da unten war noch eine Truhe. Oh, oh, die schmeckt. Schreien der Buße. Hier war Vigo. Ich kann nicht mit Vigo sprechen. Komisch, die Cutscene konnte ich jetzt oder die Szene konnte ich jetzt auch nicht sehen. Meine Marke will das beide doch, oder nicht? Ja, gewertet ist das bei mir jetzt worden. Also ja, ich brauche jetzt nicht mehr mit ihm reden, ne? Aber. Ich habe verrückte Gerüchte gehört. Schon komisch. Also glaube ich, dieses einmal rauflaufen und wieder runterzulaufen. Also Inarius ist... Inarius ist es eigentlich feiner. Das ist, glaube ich, so wie ich es jetzt verstehe, der Engel, der uns alle retten wird, ne? Weil er dann...
Aber der eine meinte, der ist auch nicht ganz koscher. Ne, irgendwie hat der Dreck am Stecken. Ist das Inarius jetzt? Weiß ich nicht. Kann sein. Vergebt diese Störung, aber... Sagt mir, was ihr braucht. Ich muss den Schwarzen See überqueren. Dazu brauche ich euren Segen. In meiner Zeit hier habe ich eines gelernt. Was wir suchen und was wir brauchen, sind meist unterschiedliche Dinge. Ich dachte einst, ich könnte diesen Krieg beenden. Doch es gab keine Lösung. Nur mehr Schmerz. All meine Taten entfernten mich weiter von meiner Heimat. Von dem Ort, an dem ich sein sollte. Wir haben diese Welt aus dem Unmöglichen erschaffen. Und doch verrottet sie im Inneren, wie ihre Schöpfer. Aber ich... Lilith hat die uralte Stadt betreten. Mit eurem Segen kann ich sie verfolgen. Euer Volk ist schwach. Und diese Welt ist an die Kreuzzüge der Unwürdigen verschwendet. Ich kann sie aufhalten. Die Audienz ist beendet. Das ist ein Arschloch. Ja, das heißt ja jetzt kein Segen, ne? Scheiß auf den Segen. Und jetzt? So, jetzt müssen wir wieder hier komplett rauslaufen. Müssen wir mit der Mama wieder sprechen. Wahrscheinlich. Mit der Mama. Ja, aber irgendwie... Weil es mir wird hier immer noch angezeigt, dass ich hier rein was muss. Was wird angezeigt? Hier in das Kloster rein. Ich habe hier immer noch einen goldenen Punkt und zwar direkt hier unten in der Mitte. Hä? Aber wir müssen da nach oben wieder hin. Naja, ich weiß. Auf Karte. Aber irgendwie wird mir das hier trotzdem noch angezeigt. Ja, das Spiel ist halt ein bisschen buggy. Komisch. Ach, hier kommen wir nicht durch, Sackgasse. Verstehe ich trotzdem nicht. Aber Karte wird mir das auch noch angezeigt. Als Alabaster-Kloster. Ach so, als Dungeon. Ach, das ist ein Dungeon. Okay. Läufst du schon? Nee, da muss man machen. Jetzt lauf. So, wo gehst du hin? Oh, scheiße, wir sind ja so lang. Besser. Auch nochmal gerade meine Fertigkeiten so ein bisschen gerichtet.
die hier alle erfroren sind, ne? Zu viel zum Einsammeln. Schwierig bei dem Spiel. Ich denke mir mal, ich muss alles mitnehmen. Ich glaube nicht, dass da jetzt unbedingt so ein Schädelhaufen ein Legendary ist, ne? Ja, wer weiß. Oder? Aber vielleicht so ein Diamant, den du brauchst. Ist hier jetzt auch wieder so ein roter Rubin drin, den du vielleicht hinterher brauchst, um so einen Makellosen zu machen oder so. Einen Makellosen, was ist das denn? Ja, ich denke mal, die Rubine und so, die kannst du garantiert auch wieder aufwerten. Am Anfang fängst du an, weil es ist halt die unterste Klasse sozusagen, und dann kannst du die kombinieren, um dann höherwertigere Diamanten zu kriegen. Wir haben auch bisher erst voll wenig von diesen komischen Lilith-Statuen gefunden am Wegesrand. Einfach alles explodieren lassen. Wo ist das? Hast du denn jetzt immer anders geskillt als letztes Mal? Ja, ich habe jetzt im Endeffekt eigentlich nur nochmal diese Leichenexplosion noch mit dazu genommen. Und diesen Knochengeist habe ich halt durch irgendeinen Gegenstand, wo ich so ein paar Fähigkeitspunkte gekriegt habe. Aber die anderen Sachen habe ich jetzt halt erst geskillt, als wir hier gelevelt haben. Ich könnte eure Hilfe brauchen. Ein sterbender Ritter hat mich für seinen Beichtvater gehalten. Er sprach von frevlerischen Dingen. Er sagte, ja, seine Rittertruppe hätte ein Geheimnis gefunden, das ewiges Leben verspricht. Einen roten Kelch. Der Bischof, der sie anführte, habe ihnen befohlen, tief daraus zu trinken. Er beichtete, dass jetzt an einem Ort lagern, den er die Blutrote Kapelle nannte. Der Kelch muss gefunden werden. Und ich muss gehen. Sucht mich im Lager des Bärenstamms auf, wenn ihr ihn habt. Hm. Ja, dann. Gesegnet sind diejenigen, die sich im Licht sonnen. Möge unser Glaube unsere Rüstung gegen die heraufziehende Dunkelheit sein. Ah, ihr seid zurück. Ihr seid zurück. Kannst du die anlabern? Und sprechen drin. Sprechen drinnen. Warum sollten wir auf sie warten? Ach, sind wir zu weit? Kommt gar nicht hoch. Doch steht ihr unversehrt vor mir. Doch steht ihr unversehrt vor mir. Das ist mir Zustimmung genug. Im Namen des Lichts segne ich euch. Möge das Licht euch durchströmen. Möge das Licht euch durchströmen und euch vor Verderbnis und Sünde. Unser Sieg wurde in den Himmeln prophezeit. Okay, wir kriegen seinen Segen nicht, aber ihren. Sehr gut. Er wird Buße leisten. Vertraut darauf, dass er sich in guten Händen befindet. Ja, was haben wir denn hier noch?
In den Augen des Himmels war die Erschaffung der Menschheit eine Sünde. Wir haben ihn gestürzt. Jetzt sucht er nach Erlösung und einer Möglichkeit heimzukehren. Wie es prophezeit wurde, stellt die Tötung Liliths diese Möglichkeit dar. Wenn er aufsteigt, tun wir das alle. Von der Stimme des Vaters. So, ich würde jetzt aber nochmal zurückgehen nach Kiowa Shad, glaube ich. Und dort einmal mein ganzes Zeug verkaufen und dann habe ich da noch irgendwie, dass ich da mit irgendeinem quatschen soll und dann würde ich, glaube ich, für heute Schluss machen. Ja. Morgen nochmal früh raus. Mhm. Aber ich muss sagen, mein Bild gefällt mir so langsam mehr und mehr. Es fügt sich so langsam alles zusammen. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Das ist gut. Ich habe sogar eine bessere Rüstung. Okay. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Ein Rang für Knochenspeer ist ja eigentlich egal, aber ich weiß nicht. Dann müssen wir jetzt als nächstes den Sprecht mit den zum Schwarzen, kehrt mit Nierel zum Schwarzen See zurück. Nierel war das dieser, der wir auch schon rumgelaufen sind, oder? Ich glaube ja. Zum Schwarzen See zurück. Schwarzer See, was war das denn? Ich glaube, das ist das, wo wir das überqueren müssen, um Lilith hinterherzukommen, ne? Wir müssen zurückkehren zum Schwarzen See. Ich weiß nicht, war das nicht das, wo wir da mit den beiden da unten waren, irgendwie? Unten? Ja, die letzte Quest, wo wir da so weit runter sind mit der Mutter. Wie ihr sicherlich wisst, kann scheinbar alltäglichen Objekten große Macht innehaben. Also, weil da die letzte Spur war, oder was? Helfen, diese irgendwie Macht so, zu befreien. Der Prozess zersetzt das ursprüngliche Objekt und hinterlässt den reinen Aspekt seiner mystischen Kraft. Stellt es euch so vor, als würde man einem Körper die Seele ja, jetzt haben wir so ungefähr, und sie in einen anderen übertragen. Wie viel haben wir aufgedeckt von der Karte? Vielleicht, wenn es hochkommt. Schon gar nicht in Hörweite der Kathedrale. So, eins. Okay. Kodex der Macht. Lebet wohl. Aber ich würde sagen, das muss ich jetzt nicht machen, ne? Ne, okay. Brockensteppe. Gibt's noch so Inseln oder hier oder so? Ich weiß es gar nicht, kann ich dir nicht sagen. Sieht hier auf jeden Fall ein bisschen aus. Nicht solange ich in der Stadt doch bin. Solche. Na, ich gehe mal einmal hier an meine Insel geben würde. Kiste? Wo ist denn meine Kiste da? Da ist die Kiste. Dann tun wir mal erstmal alle Diamanten rein. Ist denn von der von Karten von der Umgebung wird das so unterschiedlich so? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird alles immer unterschiedlich. Okay. Mhm. Das kann ich hier nicht tun. Achso, da kommt man auch direkt durch, ja. Hier habe ich noch irgendwie so eine Nebenquest, die ich annehmen kann. Ja, ich gehe da mal schon schlafen, ne? Jo, mach das. Wir sehen uns morgen. Ciao. Ciao. Behaltet es. Ich will euer Geld nicht. Nur euer Ohr. Ich spüre es. Eine große Katastrophe wird sich im Norden abspielen. Das Tor ist in Gefahr. Ich verstehe nicht. Es
Es wurde nicht grundlos versiegelt. Und nun versuchen die starrköpfigen Bestien, es aufzubrechen. Hört auf meine Warnung und haltet sie auf. Sie muss versiegelt bleiben. Muss versiegelt bleiben. Versiegelte Tür. Wir werden hier den Wegpunkt mal weg. So, das heißt also, wie ihr sehen könnt, ne, viel haben wir noch nicht aufgedeckt. Okay, die versammelte Legionsereignis. Gibt auf jeden Fall noch viel zu entdecken, ne? Ich denke mal, dass wir beim nächsten Mal hier den verdunkelten Weg weitermachen werden. Und dann schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen weiter was von der Karte aufdecken. Ne, jetzt sind wir Level 19, 20 ungefähr. Das heißt, ne, Leute, wenn ihr Bock habt, guckt in die Videobeschreibung, Link zum Discord und schreibt, dass ihr mitspielen wollt. Ne? Zwei Plätze sind frei, Level ist bekannt. Weiß halt nur nicht, wann ihr die Folgen zu Gesicht bekommt, weil wir doch immer so zwei, drei Folgen aufeinander aufnehmen. Aber schreibt einfach. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.